wie Quecksilber die Degeneration von Gehirnnerven verursacht. Die nervenschädigende Wirkung von Quecksilber ist seit langem bekannt. Quecksilberdämpfe können inhaliert werden oder über belastete Nahrungsmittel in den Körper gelangen. In den letzten 15 Jahren hat die Forschung die Bedeutung von Quecksilberbelastungen aus Amalgamfüllungen zunehmend erkannt. 1997 konnte eine Forschergruppe im Tierexperiment zeigen, dass die Inhalation von Quecksilberdämpfen zu molekularen Läsionen im Hirnstoffwechsel führt. Diese Schäden sind die gleichen, wie sie bei 80% der Alzheimer-Patienten zu beobachten sind. Forschern der Medizinischen Fakultät der Universität Calgary ist es nun erstmalig gelungen, zu zeigen, wie Quecksilberionen die Zellmembranstrukturen von Nervenzellen schädigen und verändern. Um den Effekt von Quecksilber auf Hirnnervenzellen besser zu verstehen, müssen wir uns zunächst ansehen, wie Hirnnervenzellen aussehen und wie sie wachsen. Hier sehen wir drei Nervenzellen mit jeweils einem zentralen Zellkörper und vielen Verzweigungen, die man Neuritenfortsätze nennt. Am Ende eines jeden Fortsatzes befinden sich Wachstumskegel, wo Strukturproteine zusammengesetzt werden, die die Zellmembran bilden. Zwei der wichtigsten Strukturproteine sind Aktin und Tubulin. Während des normalen Zellwachstums reihen sich Tubulin-Moleküle aneinander und bilden Mikrotubuli, die ihrerseits Neurofibrillen umgeben. Neurofibrillen wiederum sind weitere strukturelle Proteinkomponenten der Fortsätze einer Nervenzelle. Hier sehen wir am lebenden Präparat einer Schneckenhirn-Nervenzelle die Aktivität eines Wachstumskegels. Es ist wichtig zu wissen, dass die Wachstumskegel bei Schnecken und Menschen sich in Struktur und Verhalten nicht voneinander unterscheiden und dass der Aufbau ihrer Proteine identisch ist. Das nachfolgende Experiment zeigt erstmalig am lebenden Präparat, was mit dem Neuriten unter dem Einfluss von Quecksilber passiert. In diesem Experiment ließ man Schneckenhirn-Nervenzellen in einer Nährlösung mehrere Tage wachsen. Dann fügte man dieser Nährlösung sehr geringe Mengen an Quecksilber hinzu. Innerhalb der nachfolgenden 30 Minuten bildete sich die Zellmembran der Neuriten massiv zurück und hinterließ nur noch die nackten Neurofibrillen, die hier als Fäden zu erkennen sind. Um zu verstehen, wie Quecksilber diese Schäden verursacht, kehren wir zurück zu unserer Modelldarstellung. Wie eben schon beschrieben, reihen sich Tubulin-Moleküle aneinander, um Mikrotubuli zu bilden, die der Struktur des Neuriten Halt verleihen. Wenn Quecksilberionen in die Nährlösung gegeben werden, dringen sie in die Zelle ein und binden an die Tubulin-Moleküle. Genauer gesagt besetzen sie die Bindungsstellen, die eigentlich für Guanosin-Triphosphat oder kurz GTP bestimmt sind. Da GTP normalerweise die Energie bereitstellt, die das Aneinanderreihen von Tubulin-Molekülen ermöglicht, verhindern Quecksilberionen, die diese Bindungsstellen blockieren, dieses Aneinanderreihen. Infolgedessen zerfallen die Mikrotubuli des Neuriten in freie Tubulin-Moleküle. Zurück bleibt ein Neurit ohne seine Stützstruktur. Schließlich fallen der sich entwickelnde Neurit und sein Wachstumskegel in sich zusammen. Die quasi geschälten Neurofibrillen, die hier als Fäden dargestellt sind, sind alles, was übrig bleibt. Hier sehen wir noch einmal zwei Präparate mit spezieller Färbung für die Proteine Tubulin und Aktin, links vor und rechts nach Quecksilberexposition. Die Zerstörung der Mikrotubuli ist rechts deutlich zu erkennen. Diese neuen Forschungsergebnisse liefern uns einen sichtbaren Beweis, wie Quecksilber Nervenschäden verursacht. Wichtiger noch ist, dass hier erstmalig direkt gezeigt werden konnte, wie geringste Mengen Quecksilber tatsächlich eine ursächliche Rolle bei der Entstehung von degenerativen Prozessen im Nervensystem spielen können.